Heute möchte ich euch mal unser neues Venatus-Boot vorstellen. 50 PS Motor bei dieser Bootsgröße heißt, der ist ziemlich flott. Da kann man auch wirklich mit mehreren Mann hier im Boot zügig unterwegs sein. Und dieses Mal haben wir eine Venatus 535 mit einem 50 PS Motor, der dementsprechend auch führerscheinpflichtig ist. Die Venatus 535 Boote bieten fürs Angeln wirklich viel Platz. Das Boot ist 5,35 Meter lang, 2,18 Meter breit, ja, in Deutschland gefertigt, ist recht robust gebaut. Man hört Vollmaterial. Wir haben verstellbare Scotty-Rutenhalter drauf, 8 Stück. Wir haben hinten die Reling drauf machen lassen mit den ganzen Rutenhalter für den Rutentransport. Am Steuerstand noch 2 Rutenhalter mit drauf, die man abstellen nutzen kann oder zum Schleppfischen. Hat schön gerade Wände, dass man wirklich bis an den Rand rangehen kann, vernünftig angeln kann, ohne irgendwo über irgendwelche Kanten zu stolpern. Auf dem Boot hat man wirklich viel Platz zum Rumlaufen, zum Angeln, viel Platz für die Ruten. Der findet jede Rute ihren Platz, ohne irgendwo rumzuliegen, im Weg zu liegen, kaputt zu gehen. Und einiges an Verstaumöglichkeiten, an Klappen haben wir auch hier, wo man einiges an Gepäck unterkriegen kann. Hier haben wir dann dementsprechend drin die nötige Sicherheitsausstattung, einen Driftsack, einen Ölfass, einen Feuerlöscher, unseren Sicherheitskoffer hier. Die Sitzbank, recht breit, da unten drin ist viel Platz. Da ist der Tank drin, Batterie, den Bootshaken direkt unter dem Deckel, damit er schnell zugriffsbereit ist. Hier vorne haben wir einen extra Ankerkasten, wo wir dann unseren Anker mit dementsprechender Bleileine drin haben. Den Anker, den kann man hier schön rüberlegen und vernünftig befestigen. Ein Handschuhfach haben wir auch noch. Das war bei der alten Version ja offen und hier haben wir diesmal ein Handschuhfach drin, also auch noch einen kleinen Raum für Gepäck. Dann haben wir das Boot ausgestattet mit einem Lorenz HDS9 Echolot mit Kartenplotter, richtig schön großen Monitor mit schönem klarem Bild, mit einer Navionics Seekarte drin, auf der wir dann die gesamte Bucht drauf haben und auch anderes. Eine hydraulische Lenkung, die sich also butterweich lenken lässt. Ein Horn, könnt ihr hupen. 3, 4 ist schon echt gut. 5 würde wahrscheinlich noch gehen, 2 ist echt Luxus. Da hat jeder seinen eigenen Bereich, da muss man sich schon zurufen. Ja, Motorlifter ist natürlich auch elektronisch. Der wichtige Sicherheitsschlüssel, gerade bei dem Boot hier. Gut, meine Jacke hat extra so einen Einhänger dafür. Für diese Sicherheitsschlüssel lässt sich auch gut an dem D-Ring der Rettungsweste befestigen. Schaltung auf neutral, Motor ist unten und läuft das gute Stück. Die nötige Beleuchtung. Ja, das Boot hat Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Daniel musste sich gut festhalten, der war manchmal am Jammern. Ein paar Fische haben wir auch gefangen. Wenn ihr auch Bock habt auf dieses klasse Angelboot, ruft uns an, guckt auf unsere Internetseite, bucht das Boot und habt Spaß. Bei uns auf der Neustädter Bucht, beim Angeln und beim Bootfahren. Bis bald!